Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. So, machen wir ein bisschen Zeit wieder auf 2. Neuer Tag, neue Aufgaben. Ich habe Missionen angenommen. Mal nicht nur Rastmissionen, sondern ich habe sogar 2 Düngermissionen. Auf Feld 17 ist schon so gut wie erledigt. Und dann habe ich noch ein paar Erntemissionen angenommen. Und zwar, deswegen bin ich auch schon angefangen, dass die Düngermission auf Feld 17. Wo ist gerade beim Vorgewinde. Und dann Kartoffelmission auf Feld 59. Da ist schon einiges runter. Alles mit Leihgeräten. Also ich habe hier 2-mal JCB und den Fliegelanhänger und eben die Erntemaschine dazu bekommen. Läuft eigentlich ohne Probleme, selbstständig alles. Gut, der Abfahrer fährt schon mal den Roder vorm Schneidwerk, aber die trennen sich dann einvernehmlich immer wieder voneinander. Zuerst war eben das Problem, dass die beiden Anhänger beide hier am Feld waren. Und so ist es, dass wenn beide am Feld sind, dass er sich dann immer abwechselnd die Anhänger holt. Und jetzt läuft es momentan so, der andere Anhänger ist auf dem Weg zum Bahnhof, muss die ganze Geschichte hin. Und wie gesagt, der eine steht auf dem Feld, kann jetzt nochmal, ja, der Roder muss sich erstmal wieder voll machen, kann nochmal ein bisschen entleeren und dann ist er auf dem Rückweg. Dann passt das genau. Ansonsten, ja, haben wir, gucken was an Missionen wir noch angenommen haben. Die beiden Düngermissionen habe ich gesagt, Feld 17 ist ja so gut wie fertig. Dann haben wir nochmal Kartoffeln auf Feld 7 und 80. Von 80 haben sie auch schon was abgegeben. Okay. Beides am Bahnhof. Ja gut, und das geht auch am Bahnhof. Okay. Da waren aber noch Ballenpressen sind noch und es sind aber auch noch andere Erntemissionen. Zwiebeln, Kohl, das ist eine falsche Erntemission. Hopfen könnten wir noch. Und Karotten sind auch, sind alles falsche Geräte. Weil Zwiebeln bitte nicht mit dem versuchen mit dem Schneidwerk zu ernten. Also wäre es hier eigentlich nur die Hopfenmission. Was auch nicht, ob man das irgendwie einstellen kann, was für Geräte er dann bei den Missionen zur Verfügung stellt. Eigentlich soll das durch den Beta-Kontrakt ja besser werden. Aber momentan, wie gesagt, haben wir die Kartoffelerntemission. Felder von uns sind, glaube ich, nicht mehr. Ist ja zweiter Tag, ne? Nee, August. Feld 17 ist abgeschlossen. Dann können wir den gleich abschließen und den auf 69 fahren lassen. Hier fährt er noch. Klappt zusammen. Ich glaube, du kommst damit noch, kannst das Feld noch auch noch düngen, nicht noch vorher dich auffüllen. Lohnt sich nicht. Wir können sehen, und zwar zurzeit Raps und unsere Felder. Wie sah es da aus?
Sind auch erntereif. Hopfen ist erntereif. Und Feld 42 auch. 76. Das sind die Missionen wahrscheinlich. Und ja, die falschen Geräte. Müssten wir, gut, könnten wir eigentlich mit unserem Gerät machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Kartoffelernten zu Ende und fangen bei uns mal an, Feld 45 zu ernten. Da ist drauf Hopfen, ne? Schauen wir mal. Das können wir ja hopfen. Aber ich finde, der ist ziemlich niedrig, also so einmal hier das abhängen. Dann dürften wir auch für lange Jahre, was lange Jahre, aber für ein, zwei Jahre Hopfen haben. Mal hier Kurs generieren 6, 12, 18, 24. Komm, machen wir mal 5 Vorgewände. Scharf im Uhrzeigersinn. Generier mal. Wird wohl einen Moment dauern. Ne, da ist es schon fertig und Job starten. Dann brauchen wir noch einen Abfahrer. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir den Landini. Der Landini kommt mit denen hier besser zurecht als mit den anderen. Können wir den John New Holland nehmen für die anderen. Wir können jetzt hier erstmal sagen, Drescher ist Feld 45. Was sagen wir? Einfahrt, okay, und bitte direkt zur Brauerei bringen, will ich sagen. Wartet erstmal, muss einmal in den Drescher rein.
Da müssen wir nämlich auch noch einstellen. Zum vierten Einfahrt. Entsperren können wir nicht, aber wir können ja so reinspringen. So, ist alles soweit aus. Hier sind wir bei 69. Alter Kurs raus. Generieren. Schließen. Job starten. Und dann dürfte der sich auf den Weg machen. Wo ist denn der Startpunkt? Hier ist der Endpunkt. Da drüben ist, sehe ich was. Oh, hast du keinen Abfahrer? Du bist voll? Ja, da kommt er gerade. Das passt eigentlich ungefähr. Hier werden wir aber dann noch einen zweiten ansetzen. Ich überlege, Raps haben wir, aber wollten wir dann Raps drauf bringen auf Feld 45, könnten wir. Und hier kommt eine Ladung Kartoffeln. Ich weiß nicht, wofür wir jetzt abgeben. Alle drei gehen ja hier hin. Gehen wir jetzt ab, okay. Ja, wir hatten doch hier noch zwei Felder, ne? Besuchen. So. Jetzt stellt sich, ich habe noch nie Luzerne hier abgeerntet. Muss ich da auch warten, bis Unkraut kommt, wie bei den Grasgeschichten hier, bei Feld 33 zum Beispiel. Da ist ja jetzt auch erntereif. Aber hier ist noch nicht verdorrt runter, und deswegen ist es erst die erste Stufe. Ist das bei Luzerne genauso? Ich ernte jetzt mal ab und mal gucken, was dann passiert. Vielleicht warten wir bei dem anderen noch einen Tag. Oder man könnte ja gucken auf der Tabelle Luzerne, ne? Könnte ich auch noch nächsten Monat ernten. Würde ich sagen, eins machen wir jetzt und das andere erst nächsten Monat.
Kurs. 2. Und starten. Dann sind wir hier auch schon dabei. Dann können wir ja besuchen. Luzerne hier auch reinbringen. Es gibt Luzerne und Luzerne Heu. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen es erstmal mit Luzerne voll. Könnten wir dann die Bahnpresse hinterher schicken? Da könnten wir aber hier die Raupe nehmen. Ah ne, war schon ab. Machen wir Ballen raus. Die können wir schneller vom Feld holen. Nehmen wir die Glasgeschichte. Ist auch schon zu 44% erledigt. So. Holen wir uns den Kurs von dem Big M. Ach, der kommt schon hinter uns. Jetzt war er aber schnell. So, aber ist egal. Dann können wir eben drüber springen. Löschen erstmal den alten, nehmen den und löschen das komplett. Und hier nächster Wegpunkt. Das sieht ja alles gut aus. Nichts im roten oder orangenen Bereich. Vielleicht hätten wir noch einen Monat warten sollen, aber gut. Dann ist das so. Drüben warten wir einen Monat. Bei Gras ist es klar, da müssen wir warten, bis eben verdorrt steht. Aber bei Luzerne wusste ich es jetzt nicht. So, wie läuft es denn hier auf dem Hopfenfeld? Nicht gut. Fahrzeug einsteigen. Du machst nicht weiter. Erstmal können wir dich entsperren. Äh,
So, machen wir mal ein bisschen selber. Und setzen quasi hier auf den nächsten Punkt. Dann dürfte geradeaus fahren und dann hat er auch gleich die 60% und müsste den Abfahrer rufen. Gucken, ob der überhaupt bis hier hinkommt. Wo ist er denn? Ja, fährt querfeld ein. So, die ersten Luzerne-Bahn. Und im Prinzip kann das ja hier weiter wachsen, sobald wir was anderes haben. Weil wir können momentan nur... Wir können das mal wieder ausmachen. Nur, ja, Oliven, den Pappeln, Gras, Ölrettich anpflanzen, Luzerne nochmal, ansonsten wirklich nur Raps, da werden wir auch das große Feld machen. Weil der Schwatt ist sehr wenig, der hier zusammenkommt. Komm, wir warten mal hier. Einmal kurz gestoppt, damit der Big M da mal eben drehen kann. Ja, war zu früh. Ja, genau richtig. So, was sagt er? Hat Hopfen. Oh, ist gerade dabei. Überzuladen. Da hat er natürlich Probleme. Der Drescher soll schon mal fahren. Wir sind ja schon aus dem Bereich raus. So, Feld 69 ist durch. Und dann kann der sich bitte einmal auffüllen. Wegtun. Feld 69 gedüngt. 12.000
gab's dafür? Und auch noch nichts anderes. Jetzt nicht gerade die Welt, was wir hier an zusätzlichen Aufträgen bekommen haben. Wir könnten hier aber mal... Das macht er jetzt. Vielleicht schon einmal mit dem LKW kommen, die Ballen, die gepresst sind, schon mal wegholen. Oder nicht wegholen, aufladen. Damit der Big M auch freie Fahrt hat. Oh, jetzt wird's eng. So, fangen wir hier an, würde ich sagen, ne? Gucken wir erstmal, was dürfen wir denn laden? Oh, ist sogar richtig. Vielleicht kriegen wir einen Anhänger voll, wenn überhaupt. Und wir beide. Oh, guck mal, schon 45.000. Wird ja schnell mehr. Oh, da stehen sie schon gegenüber. So, dann können wir den LKW hier mal abstellen. Wen unterbreche ich denn? Ich glaube, ich unterbreche dich mal hier. Oder du bist schon von sich aus unterbrochen. Der kann ruhig die beiden Ballen noch vor sich her schieben. Genau. Weil der dreht gleich. Und dann dürften die auch weg sein. Und dich setzen wir einfach neu an. Nächsten Wegpunkt. So, da hat er die Ballen auch, ist er die Ballen auch losgeworden. Wir haben hier die erste Reihe auch voll. Gehören die beiden noch dazu und dann haben wir fast, haben wir 100.000 nur durchs Vorgewende. Aufgesammelt. So. Hier läuft es auch. So, liebe Leute, das war's
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.